Was dein indianisches Totemtier über dich verrät. Tierisch-menschlich durch den Jahreskreis. Die Naturverbundenheit der amerikanischen Ureinwohner spiegelt sich in allen Facetten ihres Alltags wider. Sogar ihre Jenseitsvorstellungen ehren Mutter Erde und den Kreislauf des Lebens. Es verwundert daher nicht, dass sie auch für die Geburtszeiten ihrer Mitmenschen ein Äquivalent zu unseren Sternzeichen gewählt haben, das näher an der Erde als am Himmel angesiedelt ist. Hier repräsentiert nämlich die Tierwelt das, was bei uns die Tierkreiszeichen sind. Wenn du wissen möchtest, welches mächtige, listige oder gutmütige Totemtier dein Sternzeichen abbildet, haben wir hier das Wichtigste in Kürze für dich zusammengefasst. Nummer 1. Otter, 20. Januar bis 18. Februar. Der Otter entspricht dem freundlichen, unkonventionellen und freiheitsliebenden Wassermann. Das Totemtier ist natürlich klug gewählt, denn auch die Otter sind sehr aktive Zeitgenossen, die gerne überall vorne mit dabei sind. Sie lieben die Gesellschaft und brauchen immer ein Projekt. Menschen, die in diesem Sternzeichen geboren wurden, können nur schwer die Füße stillhalten und einfach mal nichts tun. Erfolg zu haben ist dabei oberstes Gebot. Nummer 2. Wolf, 19. Februar bis 20. März. Der Wolf entspricht unseren intuitiven, sensiblen und großzügigen Fischen. Menschen mit diesem Totemtier können bestens allein sein, kümmern sich aber auch fürsorglich um ihre Liebsten. Ihre Gefühlswelt ist tief und manchmal schwer zu ergründen. Wie der Wolf auch leben die Menschen dieses Sternzeichens im Einklang mit der Natur. Ihr engstes Umfeld wählen sie sorgfältig aus. Lieber haben sie weniger Freunde als solche, die schlecht für sie sind. Nummer 3. Falke, 21. März bis 19. April. Der Falke entspricht unserem westlichen Tierkreiszeichen des Widders. Er gilt als besonders weise, spontan und stark. Menschen mit diesem Totem handeln gerne nach ihren eigenen Regeln und können recht impulsiv reagieren. Lohnt sich das Warten auf eine Sache jedoch, ziehen sie wie der Falke beständig ihre Kreise und warten auf eine günstige Gelegenheit. Nummer 4. Biber, 20. April bis 20. Mai. Der Biber stellt unseren zuverlässigen, pragmatischen und ausgesprochen fleißigen Stier dar. Auch er ist unentwegt beschäftigt und ganz sicher kein Totem, das zum Nichtstun oder zur Faulheit inspiriert. Menschen mit diesem Geburtstier sind rührige Zeitgenossen, die nichts dem Zufall überlassen und stets das Beste für sich und ihre Lieben möchten. Nummer 5. Hirsch, 21. Mai bis 20. Juni. Der edle Hirsch entspricht unserem Sternzeichen der Zwillinge. Sie sind bekanntermaßen kommunikativ, sehr gesellig, können aber auch recht launenhaft sein. Wer das Krafttier Hirsch sein eigen nennen darf, ist nie lange allein. Diese Menschen lieben die Gesellschaft anderer und kosten das Leben jede Minute aus. Ihr Umfeld halten sie dabei ganz schön auf Trab, denn Langeweile darf gar nicht erst aufkommen. Nummer 6. Specht, 21. Juni bis 21. Juli. Das Totemtier Specht entspricht unserem Tierkreiszeichen Krebs. Von diesen Menschen können wir uns Unterstützung in allen Lebenslagen erhoffen. Sie sind sensibel und beschützen ihre Liebsten notfalls mit ihrem Leben. Ein Specht oder Krebsmensch braucht das Häusliche, Traditionelle, damit er sich rundum wohlfühlen kann. Verlässliche Partner wären dafür das Um und Auf. Nummer 7. Lachs, 22. Juli bis 21. August. Dem stolzen und selbstbewussten Löwen entspricht das Totemtier Lachs. Auch er schwimmt dynamisch immer dorthin, wo seine Instinkte und sein sechster Sinn ihn hinführen. Der Löwe agiert ganz ähnlich und bewahrt immer die Ruhe dabei. Er genießt den großen Auftritt und braucht Menschen um sich herum, die ihn bewundern und ihm das auch ganz offen zeigen. Loyalität und Treue zahlt er jedoch mit gleicher Münze zurück. Nummer 8. Bär, 22. August bis 21. September.
Der imposante Bär entspricht in unseren Breiten dem Sternzeichen Jungfrau. Diese Menschen agieren stets verantwortungsvoll, bleiben durch und durch bescheiden und pflegen eine realistische Lebenseinstellung. Sie lieben geordnete Verhältnisse und können Chaos und Unentschlossenheit nicht ausstehen. Haben Sie sich einer Sache verschrieben, wird dieses Ziel konsequent verfolgt. Ein Aufgeben oder alles Mittelmäßige kommen für Bär und Jungfrau nicht in Frage. Nummer 9. Rabe, 22. September bis 22. Oktober. Die diplomatische, stets freundliche und friedliebende Waage verbirgt sich hinter dem Totem des Raben. Diese Zeitgenossen sind mit sich und der Welt im Reinen. Sie lieben es, ihren Ideen und kreativen Einfällen nachzugehen und bevorzugen manchmal die Einsamkeit, manchmal das Gesellige. Die Raben nehmen einen hohen Stellenwert in der Mythologie naturnaher Völker ein. Sie wissen viel, ohne es preiszugeben. Nummer 10. Schlange, 23. Oktober bis 22. November. Der mysteriöse und tiefgründige Skorpion verbirgt sich hinter dem Krafttier der Schlange. Diese beiden Tiere haben viel gemeinsam. Ihre Menschen gelten als schwierig, unnahbar und werden gerne als nicht ganz ungefährlich tituliert. Der Skorpion und die Schlange sind sicher keine einfachen Zeitgenossen. Behandelt man sie jedoch mit Respekt, hat man nichts zu befürchten. Sie schützen ihre Privatsphäre und legen viel Wert auf Ehrlichkeit. Nummer 11. Eule, 23. November bis 21. Dezember. Die kluge, nachtaktive Eule entspricht in unseren Breiten dem Sternzeichen Schütze. Diese Menschen gelten als besonders abenteuerlustig, extrovertiert und selbstständig. Die Eulen oder Schützen legt so schnell niemand an die kurze Leine. Sie wollen die Welt erobern und vor allem möglichst viel von ihr und ihren Bewohnern kennenlernen. Die Gesellschaft anderer ziehen sie nur so lange vor, wie diese ihnen keine Fesseln anlegen oder Vorschriften machen möchten. Nummer 12. Gans, 22. Dezember bis 19. Januar. Unser verlässlicher und beharrlicher Steinbock wird im Horoskop der amerikanischen Ureinwohner von der wachsamen und agilen Gans repräsentiert. Diese Menschen lieben das Traditionelle, aber sie wollen trotzdem hoch hinaus. Ihre Ziele erreichen sie grundsätzlich auch, selbst wenn sie dafür unkonventionelle Wege beschreiten müssen. Ihr Privatleben muss stimmig sein, aber sie können auch verzeihen und haben viel Verständnis für ihr Umfeld. Unser heutiges Fazit: Das Beste von Himmel und Erde. Vieles könnten wir von den First Nation People lernen. Ihre Geschichte ist nicht nur eine äußerst schmerzhafte und wechselvolle. Sie beherrschen es auch hervorragend, gegen alle Widrigkeiten ihre Kultur zu pflegen und an die nächsten Generationen weiterzugeben. Das Verwenden von Totemtieren als Repräsentanten der menschlichen Geburtsmonate ist ein weiterer Beweis dafür, wie sehr man die Natur ehren kann in allem, was wir tun. Schließlich ist jeder Mensch nur ein Produkt des Zusammenspiels von Himmel und Erde. Diesseits und jenseits, dem Irdischen und dem Göttlichen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.